Hallo Freunde, hier ist Arjen und sein Hausmannskost. Heute werden wir ein bisschen italienisch und zwar machen wir Osso Buco. Und zwar sind das, eigentlich ist es eine Haxe, ne? Beinscheiben. In der Regel vom Kalb, ich habe das jetzt vom Rind, weil Kalb war nicht da, nützt ja nichts. Osso Buco ist ein traditionelles Schmorgericht aus Italien, speziell aus Mailand. Deswegen kann man auch oft auf den Karten sehen, mehr lese, ne? Und wörtlich heißt Osso Buco eigentlich Knochen ohne Loch. Beziehungsweise Knochen mit Loch, nicht ohne. Knochen mit Loch heißt das, ne? Und wie gesagt, es ist ein absolut leckeres Schmorgericht. Ich weiß nur eins. Ich kenne das mit Rotwein und mit Weißwein. Ich mache es heute mit Weißwein. So ist eines der Klassiker. Manche machen das auch mit Rotwein. Deswegen, naja, ich glaube, jede Hausfrau hat auch da sein eigenes Rezept. Gut, dann wollen wir jetzt mal die Zutaten hier anfangen. Und zwar die Beinscheiben. Also, ihr könnt euch auch eine Haxe holen und dann die selber kleinstübeln. Geht auch alles. Dann habe ich einen Bund Suppengemüse, bisschen Knoblauch. Den Knoblauch, den habe ich mit dem Messer hier so richtig einmal rangedrückt. Muss ich jetzt einmal daneben machen, ist jetzt nicht auf der Kamera drauf. Wie gehört habt ihr das, also dass das hier so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Das kommt da rein. Dann, wie gesagt, ein Bund Suppengemüse, Knoblauch und Chili. Dann Weißwein, Salz, Pfeffer, Tomatenmark. Ich nehme Senf, steht nicht im Rezept drin oder so, wie es sein soll. Und ein bisschen so Paprika nehme ich auch, aber nicht viel. Und dann vielleicht eine Prise Zucker, weiß ich noch nicht, wegen Weißwein, wegen Tomatenmark, wegen Säure. Als erstes fangen wir eigentlich nur an, dass wir uns unsere Pfanne hier, wir wollen das ja schmoren. Da braten wir unsere Beinscheiben an. Ich nehme dafür ein bisschen Olivenöl. Jetzt muss ich auch so einen Schlag reinhauen. Die werden dann meliert, die Beinscheiben. Und dann das ist nachher für die Bündung und so, und dann kalt ansetzen. Machen wir hier rein. Und dann kann der Rest weg. Das ist schon ein bisschen eingebraten. Dann kommt das bei mir in Bräter rein. Man kann es auch in eine Kanne machen, einen Topf und abdecken und da schmoren. Ich schmore das nachher im Ofen. Das Besondere ist nachher bei den Haxen durch den Knochenmark hier drin, was in der Soße wieder geht. Dieser Geschmack, das ist eigentlich das Besondere. Und das nachher mit dem Weißwein zusammen, lecker. Muss man mögen. Muss man mögen, wie alles andere auch, ne? Das ist das, was jetzt ein bisschen stört hier. Dass der hier so hoch kommt, das ist aber normal, aber dafür kann ich das ein bisschen einschnibbeln. So, und dann gehen wir in die Hände. Und hier beim Fettrand auch. So. Das ist jetzt von beiden Seiten angebraten. Das nehme ich jetzt raus. Ich mache hier noch einen Tropfen Öl zu. Aber schnell, das muss jetzt schnell gehen, das verbrennt schon. So, und dann mache ich das Gemüse da rein. Wie gesagt, das ist ein Bund Suppengemüse. Da habe ich eine Chili noch hinzugemacht und vier Knoblauchzehen. Das war's. Dann nehme ich eigentlich nur Salz, Pfeffer, ein bisschen Paprika, Weißwein, Senf und Tomaten. Wenn die nachher schon geschmort sind, das ist so lecker. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann machen wir nachher noch eine Cremolata. Eine Cremolata ist eigentlich ja, eine Kräuterwürzmischung. Eigentlich ist es nur Blattpetersilie, Knoblauch und Zitronenzeste. Aber lecker.
Das soll ja nicht verbrennen, ne? Jetzt würzt mir das Ganze mal. Dann noch mit Salz. Dann kann das schon ran. Ihr müsst, wie gesagt, sehen, dann nach eurem Geschmack. Paprika könnt ihr weglassen, weil es steht, wenn ihr den Originalrezept nehmt, aus den meisten Büchern, steht das nicht drin. Ne? Aber ich habe ein Kochbuch, das habe ich schon 40 Jahre oder 50 fast, italienische Küche, und da steht das drin. Da hat irgendeine La Mama das ein wenig anders gemacht. Das gleiche, wie sich die Leute streiten mit Weißwein und Rotwein. So, jetzt haben wir das alles drin. Jetzt kommt gleich ein bisschen Senf zu. Tomatenmark. So, das stellen wir schon mal aus hier. Dann machen wir ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark zu. Das neu. Das schützen wir jetzt nochmal schön mit an. Boah, das sieht so geil. Gemüse, Knoblauch, Tomatenmark. Das ist eine richtig geile Kombi. Weil ich hier mal den Senf ein bisschen mit drin habe. Ich habe hier einen Müller Thurgau. Alle Gottwinzer, keine Ahnung, Wagen. Ich bin nicht der Main-Spezialist, muss ich mal wieder dazu sagen. Aber ich finde den Müller Torgau immer ganz interessant, der passt gut zum Essen. Der ist nicht zu säuerlich. So, jetzt machen wir Weißwein rein. Halbe Buddel. Eine halbe Flasche von den 0,25. So, jetzt machen wir das hier rüber. Voilà. Dann kippe ich hier noch mal eine Ladung Wasser rein. Wenn ihr habt, nehmt ihr eine Brühe. Aber Leute, ganz ehrlich, das ergibt auch eine Brühe. Dann habt ihr zwar noch einen so besseren Geschmack, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die meisten haben auch nicht immer eine Brühe zu Hause, ne? Aber das, dafür ist das Suppengemüse da. Das soll denn die Brühe ersetzen. Und wenn dann so manche gekaufte Brühe, ne, mal ganz ehrlich, ja, so viel Schmackless haben die auch nicht, oder? Du musst ganz tief in der Tasche greifen. Aber so weißt du wenigstens, was du drin hast. Voilà. Das muss komplett abgedeckt sein. Einmal. Und jetzt machen wir Folie drüber. Und dann kommt das im Ofen. Ups, das da. Decke ich jetzt ab, und da ich keinen Deckel habe, nehme ich Folie. Und Fleisch ist nicht immer die richtige Lösung. Dann kommt das
anderthalb bis zwei Stunden in den Ofen bei 180 Grad. Gut. Das Ossobuco müsste jetzt fertig sein. Und das Fleisch. Wenn ihr das abmacht, aufpassen, falls ihr auch mit Folie macht und keinen Deckel habt oder so, für euren Bräter. Weil Dampf ist schlimmer wie kochendes Wasser. Jetzt wollen wir das nochmal probieren. Ja, das ist ja jetzt schon. Oh ja, das ist jetzt lecker. Guck mal, oh ja. Das ist jetzt butterweich. Die Soße. Aber wie gesagt, das war diesmal 3 Stunden drin erfasst. Lecker. Also das ist butterweich. Fällt aber noch nicht auseinander. Dann werden wir das doch jetzt mal ausholen. Fangen wir erstmal mit dem Fleisch an. So. Das bekomme ich nicht heil raus, oder? Nee. Aber so soll es auch sein. Das soll ja vom Knochen fallen. Und trotzdem mich auseinanderfallen. Also das hat noch Struktur, aber ist trotzdem weich. So, jetzt nehmen wir den nächsten Stück. Das wird auch nichts. Nee, da brauche ich einen Löffel. So, nehmen wir hier das Stück noch ab. Daraus fange ich noch viel dran. So, das mag noch ein bisschen rausholen. Und jetzt werden wir uns die Soße umfüllen. Und zwar brauchen wir dafür ein Sieb. Erstmal nehme ich ein grobes. Die 2 Knochen hole ich da erstmal raus. Ich muss eigentlich nochmal ein Sieb rein. Schiede sprach wieder. So. Kann ganz langsam, weil das so spritzt. Eigentlich hätte ich die Soße auch gleich im Topf machen können. Aber na gut. Ne, eigentlich ist das gut so. Ich muss das nochmal durchs zweite Sieb machen. Weil da sind so viele Trübstoffe mit drin. Alles draußen. Jetzt holen wir uns einen Topf dafür. So, voilà.
lassen wir das hier noch ein bisschen abtropfen. Jetzt haben wir richtig viel Soße. Das heißt, ich kann mir wieder was wegfrieren. Also die Soße schmeckt richtig lecker. Ich habe mich entschieden, ein paar Nudeln zu machen. Besser passt eigentlich noch Risotto dazu, aber Risotto mache ich wahrscheinlich morgen. So einen schönen Chili-Risotto hier wahrscheinlich. Muss ich nochmal gucken. Die Soße bin ich ganz normal mit Soßenbinder. Ihr könnt eine Ruhe nehmen. Könnt euch Mondamin anrühren, wie auch immer. Wenn ich zu Hause bin, nehme ich hier mal eine. Nämlich Soßenbinder meistens. Sehe ich auch nichts Schlechtes dran. Also arbeite nämlich eine Roux oder Mondamin, je nachdem. Also die Soße soll auch nicht zu dick werden. Muss man nochmal schauen. So sieht sie eigentlich ganz gut aus. Das ist eine richtig schöne, cremige Konsistenz. Ja, das ist gut so. Das schmeckt mir quasi auch super. Ich stelle die jetzt auf 0. Ach ja, ich habe noch einen Hauch Cayennepfeffer mit reingemacht. Weil ich das mag. Oh, wie sieht der aus hier? Schnelle. Oh, da habe ich den auch ausgestellt. Das war jetzt ja nicht so gut, ne? Da habe ich ja ein bisschen gepennt, ne? Wollen wir sehen, was machen sie? Sind sie schon al dente? Ne. Da muss noch mal schnell hochkochen. So, den Pfeffer hier noch mal verteilen. Also die Soße ist richtig lecker und ihr habt gesehen, was ich reingemacht habe, kann ich nur sagen, lecker. So, jetzt stellen wir sie mal auf 7, dann kochen wir Wäsche. So, jetzt habe ich hier mein Osobuco als Fleisch, mache ich mir jetzt alles hier in eine Schale rein, überkippe das mit der Soße, in dem Fall nehme ich das mit, wie schon gesagt, mit Nudeln. Es ist ganz schön warm, ne? Draußen auch 30 Grad und ich filme hier. Manche würden auch sagen, ich bin verrückt. Habe ich mich doch nicht verschätzt. Voll bis oben hin. Hier haben wir unser schönes Osobuco. Könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, ne? Habe ich versteckt. Aber finden wir gleich wieder. Wenn wir anrichten. Müssen wir noch kurz auf die Nudeln warten. So, die Nudeln sind auch fertig. Die spüle ich nicht ab, erstmal nur so. Dann holen wir hier meine Kremolata noch raus, gleich, für mein Osobuco. Und jetzt richten wir das einfach nur mal an. Noch ein paar Nudeln.
so ein bisschen Fleisch rauf. Ja, doch, wollte ich nicht. So. Voilà. Jetzt nehmen wir das Limonata und machen uns das hier rüber. Über das Ossobuco, oh, das riecht so schön frisch. Petersilie, Knoblauch. Und hier über die Nudeln machen wir auch so ein bisschen, verteilen wir so. Damit das ein bisschen bunt aussieht. Oh, das ist nur lecker. Das ist Knoblauch. Ich sage ja, ich liebe das Zeug. Das ist nur lecker. Jetzt haben wir Ossobuco Milanese, kann man sagen. Richtig lecker. Das Fleisch ist vom Kochen gefallen. Aber trotzdem hat es noch Biss, also eine schöne Konsistenz noch. In dem Fall Nudeln. Morgen mache ich vielleicht Risotto. Das mit der Remoulade, das ist einfach perfekt. Also, das zu dem Thema Ossobuco. Ich kann euch nur sagen, Freunde, es lohnt sich wirklich. Ossobuco mit Remoulade und Nudeln. Morgen mache ich Safranreis dazu wahrscheinlich oder Zitronenreis, weiß ich noch nicht. Nee, Chili-Reis, genau, das wollte ich machen. Ja, wie gesagt, Freunde, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel. Thank you.